Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Cholesterin senken mit Fett. Geht das? Also ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Denkt dran, für den Content plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Also zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen Mann in der Beratung, der erhöhte Cholesterinwerte hat. Und zwar das schlechte Cholesterin ist das sogenannte LDL-Cholesterin. Das ist das, es gibt verschiedene Untergruppen, Triglyceride, HDL ist das gute Cholesterin, Triglyceride ist der Umbau von Zucker zu Fett, um das ganz einfach zu sagen. Und dieses LDL-Cholesterin, es gibt dann noch ein Gesamtcholesterin, aber um das LDL-Cholesterin ging es, weil er das gerne runterhaben wollte. Ziel, da war ein Risiko in der Familie und bei ihm ist das jetzt auffällig geworden. Und dann ist er sozusagen in die Ernährungsberatung gekommen und hat gefragt, wie, mit welchen Fetten man tatsächlich das Cholesterin senken kann. Er hätte das gehört, aber so richtig verstanden hat er das nicht, weil das Cholesterin ja immer etwas ist, was sich in den Gefäßen ablagert und was er nun tun kann. Also, wir können tatsächlich mit Fett, dieses hier einfach so ein Butterstückchen, aber wir können mit den richtigen ausgewählten Fettsorten, das ist zum Beispiel einfach mit Speiseöl, haben wir die Möglichkeit, dass das Speiseöl sozusagen gesunde Omega-3-Fettsäuren hat und diese Fettsäuren, die im Öl enthalten sind, sind die, die wir brauchen, um die eigene Cholesterinproduktion von der Leber zu reduzieren. Also nicht zu stoppen, sondern zu reduzieren. Und zwar ist es so, dass 90% Cholesterin hergestellt wird, weil das Gehirn das zum Denken braucht. Da wird übrigens nie drüber geredet. Und dann gibt es einen hohen Anteil an Cholesterin, den brauchen wir, um die Gefäße, also die Blutgefäße, elastisch zu bekommen. Und deswegen ist es erstmal ein Stück weit normal, dass man Cholesterin ab Lagerung, also die, die sinnvoll sind und eine dünne Schicht, dass man die tatsächlich rund im Gefäß hat. Aber es ist immer so, esse ich zu viel Cholesterin zum Beispiel in tierischen Produkten, weil das Cholesterin, könnt ihr euch immer merken, kommt immer über alles, was vom Tier kommt. Also ne, so Wurst zum Beispiel, Wurstaufschnitt, Fleisch und so, da haben wir immer auch, die Tiere haben ja auch eine Leber, deren Leber produziert auch Cholesterin und wenn wir das Fleisch der Tiere essen, dann haben wir sozusagen den Cholesterinanteil. In pflanzlichen Produkten haben wir kein Cholesterin, weil da gibt es ja keine Leber. Also so kann man sich das immer gut merken, was sozusagen vom Tier kommt, hat immer einen Anteil Cholesterin. Der ist aber nicht per se schlecht, sondern das meiste Cholesterin, weshalb Patienten einen höheren Cholesterinwert bekommen, kann natürlich ein Anteil bedingt sein durchs Essen. Aber das sind ja im Durchschnitt so 10-15%. 80-90% wird tatsächlich über die Leber hergestellt. Und es gibt immer mal wieder Kombinationen, wo die Leber in der Familie, also sozusagen familiär bedingt, wenn Cholesterinwerte da sind, vermehrt Cholesterin über die Leber produziert wird und dann die Werte auch hochgehen. Man kann aber, und das ist das Schöne, auch wenn es nur diese kleine Prozentzahl ist, wunderbar mit der Anpassung von Fisch und Fleisch und von gesunden Fettsäuren über das Öl. Bei Fisch zum Beispiel kennen einige das mit dem Lachs, dass wir auch besondere Fette haben, diese Omega-3-Fettsäuren. Und an der Stelle reduziert sich tatsächlich der Anteil des Cholesterins, wenn ich die gesunden Fette mit einbaue. Ich habe es bei einer Patientin ausprobiert, der sehr schwere, schlimme, also sehr, Entschuldigung, sehr hohe Cholesterinwerte hatte und auch schon Stents, also so Gefäßverengungen, die dann geweitet wurden oder mit einem Stent, also mit einem, ich sag mal, künstlichen Drahtgeflecht sozusagen diese Verengung weggenommen wurde oder man kann ja auch Lyse auflösen machen. Auf jeden Fall war da tatsächlich der Wunsch auch, das mit dem Cholesterin zu senken und die hat dann auch Fette eingebaut. Man kann also Öl nehmen. Bei Öl kommt immer die Frage, welche. Ihr könnt Rapsöl nehmen, weil es ja regional für Deutschland wäre. Ihr könnt natürlich gerne Olivenöl, Nussöle nehmen. Manche reden ja auch vom Leinöl. Nicht jeder mag das Leinöl, weil es einen besonderen Geschmack hat. Die besonderen Fettsäuren, um die es geht, die sind in allen Ölsorten drin, solange es kein Benzin ist. Also Autofahren, das Benzin sozusagen meinen wir nicht, sondern
dann das Speiseöl. Und da das Speiseöl pflanzlicher Natur ist, haben wir sozusagen an der Stelle die gesunden Fette drin. Und diese gesunden Fettsäuren können den Cholesterinspiegel senken. Übrigens hilft Öl auch immer mal wieder für Gewichtsveränderung. Das heißt, wenn Patienten zum Beispiel den Wunsch haben, Gewicht zu verändern, dann kann man auch immer ein bisschen Öl mit einbauen. Frage 1 bis 2 Esslöffel pro Tag, die ich in das Essen direkt aus der Flasche in das Essen mache oder Brot einstippe ins Öl. Man kann das auch einfach bei Kartoffel, Reis oder Nudeln, könnt ihr ein bisschen was oben drauf machen. Egal, ob ihr zum Braten, für Fisch, Fleisch, Geflügel, fürs Ei, fürs Gemüse, für die Zubereitung schon ein bisschen Öl verwendet habt, weil das Öl, was den Cholesterinspiegel senkt, ist das, was nicht erhitzt ist. Das heißt an der Stelle jetzt nicht das Herstellungsverfahren, sondern das Öl, was wir in der Flasche haben. Und wenn wir es direkt ins Essen machen, dann nehmen wir die gesunden Fettsäuren auf. Und es ist so, je höher der Anteil besonderer gesunder Fettsäuren ist, geht sozusagen oder ist die Möglichkeit, das Cholesterin zu beeinflussen. Also Antwort, ja, Fette können den Cholesterinspiegel tatsächlich senken. Aber häufig ist es eine Kombigeschichte natürlich, nicht nur das Essen an sich. Ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich Fette, gerade diese festeren Fette in Salami oder manchmal bei Bauchfleisch oder so haben wir ja auch so ein bisschen Fett dran, dass man da etwas moderater mit umgeht. Also nicht jeden Tag sozusagen, sondern dann eher auf Fisch gehen. Bei Fisch ist es zum Beispiel Lachs, Hering, Makrele. Die sind ja auch fettig, aber es gab früher mal, das macht man heute nicht mehr, so eine Makrelendiät. Und die hat auch dazu geführt, dass die Cholesterinwerte runtergehen. Man kann auch, Entschuldigung, ganz normal Fett nutzen, natürlich einfach in der Fett, sag ich schon, Fisch auch in Alufolie im Backofen. Wir können es auch den Fisch dünsten. Ihr könnt ihn natürlich Gemüse jeglicher Art. Und was mir noch einfällt, ist, wenn ihr Haferflocken mögt oder auch diese geschredderten, diese zart- und feinen Haferflocken oder überhaupt Getreide, zum Beispiel bei Brot, dann saugt das Getreide, die Haferflocken besonders gerne, das Cholesterin auf und transportieren einen Anteil Cholesterin aus der Blutbahn raus. Von daher sind zum Beispiel Haferflocken an der Stelle, wer sie mag, auch eine Option, die sozusagen unterstützend tatsächlich dazu führen. Und wenn ich häufiger Öl und die Haferflocken, Getreideflocken, dann könnt ihr natürlich auch mehr Korn, Vollkorn, Eiweißbrot nutzen. Da passiert das auch. Das heißt, das Cholesterin wird aufgenommen. Und ein weiterer Faktor, wenn wir vom Essen weggehen, ist, achso, Avocado fällt mir noch ein, vergesse ich immer gerne. Guck jetzt mal gerade eben, was ich noch mir aufgeschrieben habe. Genau, Nüsse gehören noch damit rein, die Walnüsse zum Beispiel. Einige mögen auch Mandeln, Paranüsse, Cashewnüsse. Wichtig ist nur, dass bei den Nüsse sozusagen im Naturzustand sind. Nicht, dass die mit Schokolade ummantelt sind oder dass die irgendwie leckere Teigschicht gibt. Da so Nüsse in so einem Teigmantel, kennt ihr aus so einem Tütchen, ne? Kann man alles so wegschnuffeln. Aber da haben wir diesen Effekt nicht mehr so komplett, weil der Teig oder die Schokolade, die um die Nüsse rum ist, tatsächlich dazu führt, dass wir dann wieder den gegenteiligen Effekt haben, weil das häufig natürlich auch, ich sag mal, gebacken, frittiert oder sozusagen behandelt ist und dann noch einen anderen Fettanteil drin hat. Häufig kommt auch die Frage Butter-Margarine. Margarine wird aus Öl hergestellt, leicht gehärtet, also man hat immer einen Anteil gesättigter Fettsäuren drin, genau wie bei der Butter. Bei Streichfett könnt ihr gerne einbauen, da gibt es keine Limitierung mehr, ob Butter oder Margarine. Könnt ihr einfach selber entscheiden, was ihr da gerne nutzen wollt. Es gibt auch welche, die, wenn sie ihre Brotscheibe haben, zum Beispiel das Öl auf Brot machen und dann den Belag drauf. Aber das mag halt nicht jeder. Was einige vielleicht kennen, ist, dass man Brot nimmt und dann ins Öl stippt und dann isst. Das passiert da zum Beispiel im Ausland ganz viel. Und auch Italien, Frankreich, Spanien, die ostasiatischen Länder, die haben alle ganz viel Öl. Und daher weiß man auch, dass die tatsächlich niedrigere Cholesterinspiegel haben können. Das ändert sich mit unserer industrialisierten Ernährung natürlich. Daher muss man immer so ein bisschen gucken.
So, ihr Lieben, also Nüsse, Fisch, Avocado, Öl senkt alles den Cholesterinspiegel. Die Haferflocken habe ich auch genannt, Getreideflocken, Brot und sowas gehört damit rein, möglichst vollkornreich, mehrkornreich. Das heißt Graubrot, Mischbrot, Mehrkörner. Je mehr Ballaststoffe drin sind, desto eher habe ich die Tendenz, dass das Cholesterin aufgesaugt werden kann und dann auch raustransportiert werden kann. Natürlich könnt ihr das alles kombinieren mit Eiweißquelle, mit Gemüse. Das könnt ihr dann so machen, wie ihr es für euch haben wollt. Und mit tierischem Fleisch, also so Salami oder geht ja auch so Bratwurst und solche Geschichten, an der Stelle sozusagen moderat unterwegs sein. Man macht heute keine Verbote mehr. Die Menge ist entscheidend. So, und wenn jemand in Gewichtsabnahme geht, 1, 2 Kilo senkt häufig auch immer die Laborwerte. Also kann auch schon eine moderate, zarte Gewichtsabnahme kann auch den Cholesterinspiegel senken. Also ist alles möglich. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt über das Cholesterin. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so überhaupt alles vielleicht zum Cholesterin noch wisst. Vielleicht habe ich noch was vergessen in der Schnelle des Videos aufnehmen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag. Hoffe, dass es euch soweit gut geht, ihr ja, gut durch den Tag kommt. Und danke für euren Support. Liebe Grüße, eure Sandra. Ich immer mit meinem Finger hier, ne? Ich übe das. Also, ich wünsche euch was. Lieben Dank. Tschüssi.